Einer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir jetzt zum Abschluss dieser Woche die sämtliche Diskussionen noch mal Revue passieren lassen können. In der Gänze werden wir es nicht schaffen, sonst würden wir morgen noch hier sein. Es wurden viele Ideen und Vorschläge eingebracht. Wir werden in den kommenden Wochen in den Haushaltsberatungen intensiv darüber diskutieren, denn schließlich ist der Bundeshaushalt das Königsrecht des Parlaments, aber es geht auch um die Menschen in unserem Land und vor allem auch um die Sachpolitik in unserem Land, denn ohne Geld ist jede Sachpolitik schwierig. Mittlerweile, meine Damen und Herren, ist es der 7. Haushalt in Folge ohne Neuverschuldung. Dies hat maßgeblich an der Arbeit der unionsgeführten Bundesregierung der letzten Jahre oder liegt maßgeblich an der unionsgeführten Bundesregierung der letzten Jahre. Und dies zeigt, dass wir in dieser Großen Koalition eine gute Arbeit geleistet haben. Und es lässt sich auch abbilden, gerade in der Finanzsituation nicht nur des Bundes, sondern auch der Länder und der Kommunen, denn noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland waren die Steuereinnahmen so hoch. Noch nie in der Geschichte haben die Bundesländer so hohe Überschüsse erzielt wie jetzt. Und noch nie in der Geschichte wurde so viel investiert wie auch jetzt. Und vieles wurde in den Investitionen in den vergangenen Tagen und auch heute schon gesprochen. Und meine Damen und Herren, ja, es wäre vielleicht ganz schön, wenn wir noch die eine oder andere Milliarde für Investitionen ins Schaufenster stellen würden. Da frage ich aber auf der anderen Seite, was macht man mit dem Geld, das zurückfließt, das nicht abfließt bei den Investitionen, weil unsere Standards in unserem Land so hoch sind. Und liebe Ekin, ich habe deine Worte sehr wohl gehört. Du bist für Straßenbau, für Brückenbau. Dann sag es deinen Freunden vor Ort, wenn wir eine Ortsumgehung bauen, dass nicht unbedingt die Demonstration befördert wird, sondern dass wir Unterstützung auch aus der Fraktion der Grünen kriegen bei Investitionen. Denn das ist notwendig und wichtig für die Menschen in unserem Land. Vieles wurde auch darüber gesprochen, eventuell in die Neuverschuldung zu gehen, weil die Zinsen so günstig sind. Ist ja verführerisch für manche, aber meine Damen und Herren, es wäre fatal für unsere nachkommenden Generationen, wenn wir jetzt in die Neuverschuldung gehen würden. Ich denke, dies wäre der falsche Weg. Wir sprechen viel über Nachhaltigkeit in dieser Zeit. Es ist wichtig, keine Frage, dass wir gerade jetzt die Klimadiskussion führen, dass wir auch über den Klimaschutz diskutieren. Aber wenn wir unserer nachfolgenden Generation die Chancen nehmen, sich finanziell zu entwickeln und zu investieren in diesem Land, ist das auch keine Nachhaltigkeit. Wir müssen beides vernünftig miteinander diskutieren. Das braucht etwas Zeit. Das Klimakabinett wird uns am 20. gute Vorschläge präsentieren und wir werden das dann in den kommenden Wochen, denke ich, sehr intensiv auch diskutieren, weil es hier um die Zukunft unserer Menschen und vor allem unserer jungen Menschen in unserem Land geht. Und meine Damen und Herren, wenn gestern der Bundesinnenminister Horst Seehofer über den sozialen Wohnungsbau gesprochen hat und sagt, es fließen die Mittel bei einigen Ländern nicht so ab, wie wir uns das vorstellen, dann kann ich nur den Appell an die Länder weitergeben. Liebe Bundesländer, nehmt das Geld des Bundes und investiert mit eigenen Mitteln zusätzlich noch in den sozialen Wohnungsbau. Wir unterstützen hier gern, wie auch in anderen Bereichen, nicht nur beim sozialen Wohnungsbau, sondern wenn wir das KIP 1 nehmen oder das KIP 2, übrigens beim kommunalen Investitionspaket 2, das mit 3,5 Milliarden Euro gefüllt ist, sind noch keine 100 Millionen Euro
abgeflossen und es ist 2017 schon beschlossen worden. Wir übernehmen von Seiten des Bundes gerne viele Aufgaben, finanzielle Aufgaben der Kommunen und auch der Länder. Aber meine Damen und Herren, gerade in der jetzigen Zeit, wo es so ausschaut, als werden die finanziellen Mittel für uns nicht unbedingt immer mehr mit großen Schritten in den Himmel wachsen, ist es an der Zeit, auch diese Mittel einmal zurückzuhalten und zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Aufgaben, die der Bund zu erledigen hat, und bauen wieder ganz fest auf das föderale Fundament. Und wir wissen, die Länder können am besten entscheiden für das, was sie zuständig sind, und da dürfen sie auch und können investieren. Wir unterstützen gern in unseren Möglichkeiten, aber irgendwann ist es genug. Und wenn man bedenkt, dass zwischen 2019 und 2023 gerade an Umsatzsteuermittel an die Länder knapp 73 Milliarden Euro abfließen, dann ist es nicht unerheblich. Dann ist es eine große Summe. Und die Finanzierungsverantwortung für die Kommunen, das kann man nicht oft genug sagen, haben auch die Bundesländer, und dieser Verantwortung hoffen wir und müssen sie auch nachkommen. Meine Damen und Herren, wir haben einen Haushaltsentwurf vorgelegt bekommen, der gut ist. Wir haben als Haushälter das Selbstbewusstsein, und auch das Parlament sollte dieses Selbstbewusstsein haben, und ich lade alle zur Diskussion ein, dass wir diesen guten Entwurf noch etwas besser machen wollen. Ich freue mich auf die intensiven Beratungen in den kommenden Wochen, auf die Beschlussfassung im Haushaltsausschuss, in der Bereinigungssitzung und auch schon davor, aber vor allem auf die Beschlussfassung hier im Hohen Hause. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Alois Rainer. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Otto Fricke.